Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Outer Worlds. Und komischerweise hatte ich die Leichen doch letztes Mal gelootet. Ich weiß gar nicht mal, schon wieder ein, zwei Tage her. Und die Folge kommt wieder ein bisschen zu spät raus. Wir wollten zurück, oder? Ah, wir haben hier zwei Missionen. Tagebuch. Nutzegal. Oh, wir haben so viel zu tun. Kehre zu Orson zurück. Ah. Wir gehen erstmal da runter. Weiß aber nicht, welche Mission das gerade war. Warte mal ganz kurz. Das ist Notsignal. Bring Antons Forschungsunterlagen an dich. Bring die an Unterlagen und kehr zu Gladys. Naja, das machen wir noch nicht. Aber wir müssen da auf jeden Fall hin. Und hier sind überall Minen. Ey, ist der echt überall Minen? Gib mir so ein bisschen auf die Zwirn hier. Oh, da unten sind Leute. Scheinen normale zu sein. Oh. Scheint nicht normal zu sein. Wird gerade rot markiert. Was schon ab? Was ist denn? Satz. Schön von hinten. Zack. Oh, läuft doch. We all in one piece. So. Ich dachte erst, das sahen so nett nach netten Leuten aus. Waren doch wohl Arschlöcher. Banditenarschlöcher. Oh. Da fehlen ein paar Körperteile. Ja, diese Fähigkeiten sollte man häufiger benutzen. Aha. Scheint alles gewesen zu sein. Da ist irgendwas. Here we go. Nein, 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 nein. Lass sie kommen. Idioten. Jetzt habe ich ein Problem. Fuck. Ah. Ich hätte irgendwie was anderes klicken sollen, dass sie da bleiben. Ich muss mir nochmal die Gruppenbefehle angucken. Das ist echt scheiße, wenn die da einfach... Da waren Minen, ne? Die wären in die Minen gelaufen. Ich hätte mit einem Scharfschützengewehr erstmal locker ein bisschen ballern können. Aber nein. Oh, die kann man gebrauchen. Die kann man gebrauchen. Mülleimer ist leer. Schade. Boah, hier liegt noch ein bisschen Munition rum. Das nehmen wir doch gerne mit. Kippen. Werkbank, Verkaufsautomat. Was haben wir hier? 320. Hier, Felix, was sagt denn deine Knifte? 320, das heißt, es ist nichts Neues. Die heben wir nochmal auf. 156, sogar besser als meine.
30 Schuss, 40 verbrennen, taumeln. Ich lasse die mal da und hier diese. Stimmt, ich habe kein MG mehr, ne? Doch, den Flammenwerfer habe ich. Die behalte ich trotzdem nochmal. Die beiden verkaufen wir. Rüstungen, was ist das hier? Müll. Arztkittel, Müll. Vergrößerung. Technik, Fertigkeit. Schleichen. Oh, ich krieg den Helm runter. Aber bei mir will ich den nicht runter haben. Aber bei Pavate hätte ich gerne den Helm runter. Wieso kann ich bei ihr den Helm nicht runterpacken? Ich raffe es nicht. Oder gehört das zur Rüstung? Ich kann auch die Rüstung nicht wegnehmen. Was ist das für ein Scheiß? Soll ich wenigstens ein halbes Pavati-Gesicht? Rüstung 3 Technik. Was bringt das? Schloss knacken. Ah. Egal. So sehe ich ein bisschen Pavati. 10, 14, Schleichen, Technik. Du bleibst so. Und 10% auf Mods. Nach Mods sind mir egal. Nahkampfschaden. Ja, sie macht ja Nahkampf, ne? Also ihre Nahkampfattacke und dann dazu könnte was bringen. Ja, komm, Pavati ist hier voll die Nahkämpf-Tante. Die haut sie alle um, die macht alle fertig. Klatsch. Felix. Mr. Boomstick. Du machst Fernkampfschaden. Schaden gegen Feinde, die niederkauern. Nee, komm. Du machst so einfach mehr Schaden. Ach, jetzt haben wir auch wieder Punkte, die wir verteilen können. Mal ein bisschen Führung auf 40. So, Tarnung. Mache ich nur wegen Schlossknacken. Den Rest packe ich mal in Technik rein. Oder warte mal. Ah, komm, Technik. So, das wollen wir so anwenden. Ach, ich hätte mal hier nachgehen sollen. Scheiße. Vorteile. Nein! 40 Tragebonus. Von Begleitern. Aha, aha. Oh, pro Tötung 15 Lebenswiederherstellung. Da sind wir ja fast unverwundbar. Nein! Ah, fuck, ich habe das nicht geändert. Ah. Na gut, hätte ich wahrscheinlich auch genommen. Ein anderes Mal. Das können wir mehr tragen. Haben wir ein größeres Inventar. Ah, gut. Kaufen, andere Helme. Interessiert mich nicht. Kann weg, die kann weg. Und dann haben wir schon wieder ein bisschen Platz. Nachrichten. Ich wollte nur kurz, ich wollte es jetzt nicht durchlesen, ich wollte nur kurz gucken, ob irgendwas mit Zahlen drin steht. Naja, wird wohl nicht wichtig gewesen sein. In a jiff. Ich muss mir echt kurz diese Befehle nochmal angucken. Steuerung.
muss mir echt die Tastaturbelegung angucken. So, was sind diese speziellen Taktisches? Das ist klar. Begleiter bewegen, gedrückt halten. Angriff. Spezialfähigkeit. Ich kann nicht sagen, bleib zurück. Begleiter bewegen. Gedrückt halten, folgen. Coming back. Also folgen Sie mir. I'm going. Ah, einmal drücken. Gut, das ist gut. Dreht euch nochmal um. Sure. Gut. Oh, warum geht die Mine? Ich habe doch extra genug Platz gelassen. So. Was ist das hier? Wann ist das Hack hin? Sicherheitswarnung. Liebe Mitarbeiterin, dies ist eine automatische Benachrichtigung über das Sicherheitsvorfall in der Nähe des Labors und Außenpostens Roseway. Auntie Cleo möchte dich darüber informieren, dass du im Falle eines Sicherheitsfalls jegliche Belege für laufende Experimente zweifelhafter Legitimation, zerstören sollst. Bitte beschaffe dir eine verfügbare Waffe und beginne mit der Eliminierung deines Import-Raptidon-Lagers. Denke auch daran, vor dem Betreten der Raptidon-Gehege die Elektrozäune auszuschalten. Aha. Macht ja Sinn, bevor ich so... Ja, sonst werde ich ja selbst zerfleischt. Auntie Cleo erinnert daran, dass die Verwendung von Waffen von Spacehouse Choice unerwünscht ist. Sollte dein Leichnam mit einer nicht autorisierten Waffe von Spacer Choice Incorporated gefunden werden, kann dir der Bruch der Wettbewerbsverzichtsvereinbarung in Rechnung gestellt werden. Ja, super, wenn ich tot bin, macht's ja echt Sinn, ne? Na? Ey, warum seid ihr gekommen? Ich weiß. Na. Oh, das war doch gut. Cool, dass man so... Ups. Nein! Wollten ausschalten. Erstmal cool, dass das nicht funktioniert, dass ihr wegbleibt. Oder ihr seid einfach nachgespawnt, dass die Reichweite vielleicht zu weit weg war. Das kann auch sein. Ach, da hätte ich auch runtergekonnt. Ja, so ein bisschen umgucken macht immer Sinn bei so einem Spiel. Ja. Da wollten sie die töten und sind reinmarschiert. Da hatten die echt schlechte Karten. Oh! Jubiläums-Zigaretten-Etui. Dieses Zigaretten-Etui mit Metallverstärkt, ist metallverstärkt und mit geprägtem Bild der Hope versehen. Auf der Innenseite des Metalldeckels ist der Name Lillian eingeritzt. Von Spacer Choice zum Gründungstag herausgebracht. Um die auf der Hope verlorenen Leben zu ehren. Es geht doch nichts über einen guten Lungenzug, um sich daran zu erinnern, wie die Leute im Vakuum des Weltalls gestorben sind. Wie sie in ihren letzten Augenblicken nach Luft gerungen haben.
Ist das fies. Smoke box. Stinks like Raptodon, though. Ja, es ist bestimmt irgendwas Seltenes, das man gut verkaufen kann, ne? Ja, dann gehen wir mal der Mission weiter nach. Das mit dem Zaun war ja echt cool, also... Ah, das Gehege haben wir jetzt kennengelernt, okay. Jetzt wird es langsam wieder dunkel. Oh, man kann auch einfach nicht überall hinspringen. Ich spiele ja nebenbei Conan Exiles und da kannst du überall hinklettern. Natürlich glitscht man irgendwo auch mal fest, aber... Fuck. Shit, shit. Schon wieder irgendwas gesehen. Banditen oder was? We're just gonna walk in? I mean, it's a secret right on it. Klatsch, ich liebe die Attacke. Ich liebe sie. Flammenwerfer! Nicht auf meine Parvati. Oh, das macht der. Okay. Scheiße. Wie heile ich mich? F war das, ne? Oh, das war richtig geraten. Wo ist der Feind? Ah. Everyone all right? Du hast noch knapp überlebt. Parvati hat dagegen nicht so gut ausgesehen. Aber die ist auch echt immer gut, drum reinzuballern. Sie hält aber leider nicht lange aus. Ach, ich sehe wieder ein halbes Gesicht. Schnucki Parvati. Oh, da gibt es einen separaten Eingang, oder was? Hm. Ne, für dich habe ich keinen Auftrag. Das dauert, bis die Leute sich immer heilen. Wir können hier mal was essen. Hm, was gibt's denn hier? Nicopad, Space of Choice. Schnell wirkendes Nikotinpflaster. Hm, hilft mir jetzt aber nicht weiter, du. Was haben wir hier? Brettnudeln, Spacer Choice, ein Klassiker. Auf dem Speisezettel jedes Spacers. 200 Kohlenhydrate. Lebensregeneration. Hm, lecker. Eine Tüte hauen wir uns jetzt mal rein hier. Wo ist das hier? Hm, yum, 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 yum. Lecker, 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 lecker. Oh, das ist Kleidung. Körperpanzer mit Schutzex. Was ist das denn? Dialogfertigkeiten plus 5. Das ist nicht schlechter, meine Rüstung. Oh, muss ich nicht reparieren. Ab ins versteckte Labor. Aber ich glaube, hier sind alles versteckte Labore. Oh, wir kommen im Kleos. So siehst du aus wie immer. Oh. Taktische Schrotflinte, da brauche ich jetzt nicht mehr so. Ah, da liegt natürlich was. Ich
Nehmen wir mal mit. Und hier liegt auch natürlich oh, guck mal, was da abgeht. Flammenwerfer. Muss auch mal geladen werden. Porter, wer bist denn du? Who the... You. Yeah, you. Get over here. Junge, was willst du? You care to explain what you're doing here? Did you miss the big sign outside? Welches große Schild? Ich hab keins gesehen. Ja, genau. Anton hat uns geschickt. That I am. Name's Porter. If Doc Crane did send you, I'd be glad for the help. Bad news is, we haven't been able to clean these outlaws out of the lab. Good news is, they haven't been able to escape, neither. Ja, ist auch gut, wenn sie nicht entkommen sind. Mehr Loot für uns. So, also ein Patz. Könnten sie durch die Lüftungsschächte kommen? That's how they got in. We got that locked down. There's no access from their level without a security key card. That also means no fresh air down there. Probably reeks of Raptodon musk. Couldn't happen to a nicer bunch. Tja, wie seid ihr mit den Raptidons klargekommen? They don't care which side their lunch is on, but the Rapt cells are down with the outlaws, so they're the appetizers. When it looks like they're fixing to make a sally upwards, I have a sniper pop the lock on a Rapt cell. It's kept them busy. Oh, das ist ja verdammt clever. Thanks. Company will probably bill me, but better lose a Rapt than get shot, I says. So, also ein Patz. For now, I reckon they got no backup. On the other hand, we don't neither. And our mechanicals all went haywire for some damn reason. Damn mechanicals have always been more trouble than they're worth. Gut, ich gehe da jetzt runter. Ist gesperrt. Eine Glasscheibe. Hoffentlich sterben die alle noch. Nehmen wir mit. Oh, hier ist was. Ich lass meine Waffenteile auch immer auf dem Scheiß aus. Da halt sich. Here we go. Was ist das denn bitte? Alright, here we go. Wieso heilt er sich? Wie geht das denn bitte? Kriegen wir die nicht alle irgendwie auf hier? Ecken, machen wir mal. Schwere Munition. Hat sich aber nicht so richtig gelohnt bisher. Buch.
Naja. Great work. Na gut. Dass man die Filmplakate nicht mitnehmen kann. Wo ist das denn gerade? Ich habe es einfach eingesammelt. Armreif, das sind wieder Sachen, die kann man gut verkaufen. Oh, Magnetdietrich. Was finde ich immer ganz gut. Da liegt auch noch was. Sicherheitsrelevante Situationen. Alle Angestellten melden sich bitte an ihren zugewiesenen Arbeitsplätzen. Verdächtige Aktivitäten sind dem nächsten Anlagensicherheitsingenieur mitzuteilen. Keine Lust mehr auf juckende Verätzungen? Probier Auntie-Cleos hochwertige Feuchtigkeitscreme mit Boas-Duft. So, machen wir. Wartungsprotokolle. Die Patrouillenroute von 6 verlief zu nah an den Gehegen der experimentellen Subjekte entlang. Jetzt sind sie Servos seines Waffenarms mit Raptogreifer zugekleistert. Geifer, okay, zugekleistert. Einen Ersatzarm haben wir nicht auf Lager, also haben wir jetzt wohl alle anderen Ersatzteile einmal mehr. Hä? Zumindest arbeiten 12 und 17 auch einwandfrei. Woche 2. Jemand hat versucht, die obligatorische Kundeninformationsbeschallung von 17 auszuschalten. Stattdessen hingen sie auf maximaler Lautstärke fest, bis wir das Ding auf Werkseinstellung zurückgesetzt haben. Ja, das kann helfen. 12 wies heute eine ernstzunehmende Fehlfunktion auf. Porter hat aus Versehen einen der Wandsensoren ausgelöst, als das verfluchte Ding alle Anwesenden für Eindringlinge gehalten hat. Hat das Feuer eröffnet. Wir haben es jetzt abgeschaltet und für die restlichen Einheiten neue Verhaltensmodule von der Zentrale angefordert. Die kamen wahrscheinlich nicht. Keine Antwort. Was die Verhaltensmodule angeht. Also drücken wir jetzt erstmal die Daumen, dass niemand die Wand hochjagt. Okay. Hat ja nicht geklappt, ne? Upsala. So. Ganz viel Mist hier. Den kann man zerlegen, oder? Man müsste zerlegen. Mod installieren, ne. Düfteln. Möchtest du... Nee, Tüfteln klingt, glaube ich, nach Reparieren, ne? Ah, das zerlegen. Dann zerlegen wir doch die Spritze. Und das, das, das. Oh. Bringt zwar Schleichen 5, aber das brauche ich nicht. Oh, hier Schleichen 7, dann kann Schleichen 5 weg. Inspiration. Lassen wir mal. Ja, die Hälfte unseres Inventars ist belegt. System alert. You want some of this?
Endlich. Wieso ging das mit den Scharfschützenmunition nicht, Alter? Dass ich nicht aus der Ferne erledigen konnte. Das ist doch beschiss. Aus Explosiv, nicht einsammeln. Nicht alles, was leuchtet, ist gut. MK2. Einer ist da. Alt. MK1. Hi. Was? Alter, ist der groß. Hey, geh mal aus dem Weg da. Kann ich nichts einsammeln? Da hat er nichts. Ach cool, wir können durch und durch gehen. Ja, scheint ein bisschen größer zu sein hier unten. Kleidung lasse ich mal liegen, ja. Von dem Labor, Heini, obwohl, warte mal ab. Können wir verkaufen, was soll's. Nimm mal alles mit. Alles verkaufen. Na? Was ist das denn? Achso, Bits. Wein, Candy, mal alles mit. Lass nix zurück. Das sind sogar zwei Verkaufsautomaten, ne? Das kaufe ich dir ab. Das muss ich nehmen. Überbrückungskontakt? Das nehme ich auch mal mit. Das ist aber rosa Rüstung überzeugen. Verkaufen wir mal. Blocken. Das ist doch eine bestimmte Fähigkeit für Nahkämpfer, oder? Inspiration? Was kann der? Das ist einfach nur schwer und kann gar nichts. Aber Rüstung 26, aber ohne zusätzliche Fähigkeitsbonus. Will ich das nicht? Hau ab. Das war das Schrott hier. Kaufen allgemein Schrott. Und tschüss. Weiß nicht, was wir mit den Möterschwänzen, ob wir die brauchen. Damit. Das brauchen wir auf jeden Fall alles. Waffen. Ach, hau weg hier. Scheißteile. So, und ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen leichter. Was haben wir hier noch so?
Was ganz viel wiegt, das ist 3,1 Rüstungsteile, ja, die bleiben. So ist jetzt alles, ne? Was ist denn Pep? Anführer, Begleiterfähigkeit, Abklingzeit. Ach, brauchen wir nicht. Und weg. Was ist das? Das haben wir 7-mal. Das heilt. Okay, das lassen wir mal. Grundleben lassen wir auch mal. Körperattribute plus 1. Bringt das Fleisch. Grundleben 25, das ist gut. Geistesattribute. Wer weiß, was man, ob man das noch irgendwann gebrauchen kann. Na gut. Ich hoffe, wir sind jetzt ein bisschen leichter wieder. Wieder bei der Hälfte. Oh. Oh, hier liegt eine Knifte. Ich hab noch gar nicht alle durchsucht. Oh, hier waren wir. Ja, ich weiß jetzt schon, die Pistole kann weg. Ich muss nur aufpassen, dass ich von den normalen Lebensmitteln nicht irgendwann so viele habe, dass ich dann einen Haufen Lebensmittel habe und... Naja. Oh. Exo-Helm wieder. Aha. Ein Aufkleber auf diesem Kanister besagt: Antikleos rappt und weg. Betäubt garantiert selbst das größte Raptidon mindestens 6 Stunden lang und verbreitet einen erfrischenden Duft nach Desinfektionsmittel. Mit der Gasversprühungsanlage könnte dieser Kanister noch sehr nützlich sein. Okay. Die Tür ist zu. Kommt man da raus? Hey, that's impressive. Munition können wir noch langsam den Gegner tot werfen mit. Hat sich so. Oh, hier noch so ein Betäubungsmittel. Haben wir schon 2. Jetzt müssen wir nur die Anlage finden. Oh, hier ist auch was. All those innocent guns. Slaughtered. Hui! Schweres Maschinengewehr. Oh, jetzt haben wir schon wieder so Waffen gefunden, die wir nicht brauchen. Oh, hier ist ein Hammer. Gehen wir weg. Den brauchen wir nicht, aber Parvati kann den gebrauchen. Sicherheitssysteme Argos. Alle Angestellten melden sich bitte an ihren zugewiesenen Arbeitsplätzen. Verdächtige Aktivitäten sind mit dem nächsten Anlagen-Sicherheitsingenieur mitzuteilen. Probiere jetzt. Bla. Fleckenentferner, ja soll. Von Finlay. Orson, du hast mir versichert, die neuen Rationen zum Mittagessen wären harmlos, aber ich habe plötzlich eine Menge Beschwerden. Ich verzeichne unregelmäßige Lecks. Jeden Nachmittag zwischen 14.23 und 14.43. Eine Probe davon habe ich dir in den Postfach geschickt, okay. Von Porter. Orson, ich habe mir unsere
Roboterteile zurückgeholt. Wenn du noch einmal was aus der Wartung klaust, klatscht es so laut, dass man es nochmal in Byzantium hört. Wir haben schon genug Probleme damit, unsere Dosen am Laufen zu halten. Von Cortez. Hey Orson, wenn du willst, gibt es heute Abend wieder eine Fuhre konzentriertes Destillat. 17 Uhr draußen vorm Tor. Aha. Haben sie das Zeug vertickt, ja? Ah, hier drin waren wir, ja. Aber es ist ja immer noch... Hab ich was übersehen? Ja, eindeutig. Wie kann ich das nur übersehen haben hier? Antons Tresor. Der Tresor wurde gewaltsam geöffnet und der Inhalt achtlos herausgeworfen. Die verbleibenden Notizen betreffen abgebrochene Projekte. Antons höchst bedeutsame Forschung ist nirgends zu finden. Brandspuren am Rand deuten auf das Werk wenig subtiler Diebe hin. Vermutlich haben sich Banditen mit Antons Unterlagen aus dem Staub gemacht. I'm gonna guess that all the nothing in that safe isn't what we were expected to find. Ja, mal gucken, was wir am Computer finden. Nachrichten. Die letzte Charge ist vielversprechend. Ich möchte das Schicksal nicht herausfordern enden, aber ich würde mich dazu hinreißen lassen, von einem vollen Erfolg zu sprechen. Die Testsubjekte, die die experimentale Zahnpasta verwendet haben, weisen signifikant weniger Zahnlöcher auf und zeigen nur minimale Nebenwirkungen. Wohl bemerkt, auch nichts Ernstes, nur ein wenig Blindheit. Aber wenn du dich darum kümmern könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Mach weiter so und du findest dich Spornstreichen bis Zentrum wieder, okay? Projektleiter. Tremble. Okay, bei weiterer Analyse unserer Ergebnisse haben wir etwas ziemlich Faszinierendes herausgefunden. Auch wenn diese Zahnpasta einen Schutzfaktor vor Zahnlöchern bietet, so ist diese doch nur wenig höher als jener der jetzigen Zahnpasta. Unsere Ergebnisse waren verfälscht. Unsere Testsubjekte verspürten nämlich deutlich weniger Appetit und aßen daher viel weniger. Das solche sollte uns wohl lehren, unsere Testobjekte besser zu beobachten, was? Aber im Ernst, die appetitunterdrückende Wirkung dieser neuen Formel ist ganz außergewöhnlich. Nur der Geschmack und Textur sind noch nicht recht annehmbar. Bitte konzentriere deine Arbeit in Zukunft darauf, das zu verbessern. Die Geschichte mit der Blindheit kannst du bis auf weiteres ignorieren. Um das Problem kümmert sich die Marketingabteilung. Wie soll die Marketingabteilung das lösen? Jetzt neue Zahnpasta. Macht sie blind, aber sie haben gute Zähne. Und sie sehen nicht mehr, was sie essen. So, wirklich, Anton. Schlag dir die Sache mit der Blindheit aus dem Kopf. Dein Engagement. Probleme lösen zu wollen, ist wirklich bewundernswert. Aber an dieser Stelle leider etwas fehl am Platz. Insgesamt betrachtet ist das wirklich keine große Sache. Und von sehr viel geringerer Priorität als Textur und Geschmack. Wir bitten daher nachdrücklich darum, deine Zeit und Energie ausschließlich auf Textur und Geschmack zu verwenden. Außerdem irrst du dich, was unser eigentliches Ziel mit diesem Produkt betrifft. Bla bla bla, naja.
Tresor ist im Arsch und ich habe immer was zum Transport. Okay, das fällt mir weg. Ich werde hier keine Zahnpasta benutzen, die ich hier finde. Nee, das Feld geht nicht weg. Cool. Jetzt. Oh, Gott sei Dank. Oh. I think you can jimmy that one proper, Captain. Doesn't look too tough. Ja, aber ob sich das lohnt? Wir könnten aber auch die Karte besorgen. Ach komm. Nice. Hab's halt drauf, Pavati. Noch mehr Schrott. Oh, jetzt haben wir eine Schlüsselkarte. Hui. Hier liegt ja aber... Oder theoretisch wäre hier ganz viel, aber... ist theopraktisch alles leer. Gut. Dann müssen wir weiter. Jetzt haben wir ein großes Level. Auf der anderen Seite waren wir schon. So viel Kram hier liegt, das ist unglaublich. Hey! You! Over here. Hey, ein Überlebender? Oh, good. You're not shooting at me. That's a start. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Anton will, dass ein Problem behoben wird. Ich schätze, damit meint er dich. Wir können erstmal lügen. Genau, wir lügen. Haben wir nie was von gehört. I suppose it does not matter. Either Crane sent you, or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness. Oscar, ja, passt. Let's make a deal. I'd like to go on living. You'd probably like to make some money. Help me get out of here, and I will pay you for your trouble. Warum bist du hier unten? Same reason you are, more than likely. I imagine we picked up the same tip. Secret research facility, abandoned town, minimal security. Ja, nach minimaler Sicherheit sieht mir das hier nicht aus. No, but it is a secret. Well hidden. Off the map. Any place worth hiding is worth raiding. Granted, diet toothpaste is not exactly what comes to mind when I imagine secret research and underground labs. Diätzahnpasta. Die nur leicht blind macht. Diet toothpaste. Can you imagine a more pernicious example of corporate materialism? I do not know what is worse. Working here or dying here. Tja, ich schätze, das wirst du bald herausfinden. Lebe wohl. Think it over. I'm not going anywhere. Which is, I suppose, rather the point. Wir könnten von hinten reinkommen, ne? Erstmal gehen wir hier rein. Sieht nach jede Menge tot aus. Da schlägt sogar Pavati die Sprache. Oh mein Gott. This is... Please say we don't gotta walk through that.
Oh, bin ich runtergefallen. Ich werde keine Zahnpasta benutzen in diesem Spiel. Ich habe so die Ahnung, wir können den da quasi wieder beide rauslassen. Hab ich aber nicht so Lust drauf. Ah, Experiment rekalibrieren kann ich nicht. Automatische Pause aktiviert. Aktuelle Experiment Fortschritt 98%. Abschließen, ne, Protokolle anzeigen. Eintrag. Bisher funktioniert die Moschus-Extraktion ganz ordentlich. Das Druckniveau scheint konstant zu bleiben und die Probenvarianz ist im Toleranzrahmen. Ich dachte, diese Raptors würden von außen schon stinken. Jetzt, wo ich sie aufgeschnitten sind, meiden wohl alle für den Rest des Tages mein Labor. Bis ich damit fertig bin. Moment, da draußen ist irgendein Aufruhr. Ein Alarm schrillte gerade los. Wahrscheinlich noch eine verdammte Sicherheitskontrolle. Ich gehe mal nachschauen. Das war sein Todesurteil. Und ich werde die Probe vernichten. Zu Gladys. Wir gehen hier oben mal weiter. Ich habe irgendwie ganz viele Feinde auf meiner Karte. Ganz viele feindliche Signale. Nein! Oh, was? Wie konnte ich den übersehen? That's the last of them. Ach du Scheiße, die gehören zusammen. Alter, da fliegt der Möter. Ah, oh, ich hätte einfach das zerstören müssen. Da gehen wir noch nicht durch. Können wir willkommen Nachrichten? Schade, ich dachte, wir hätten vielleicht eine Möglichkeit, die auch noch alle zu zerstören. Kommen wir uns erstmal um die Pussy. Genau, Power, die Power. Pavati! Ist er hin? Und das brennt nieder, ihr Schweine. Er lebt noch. Oh, der hat noch seine Waffe liegen lassen. Hm. Ah, ja. Komm gleich wieder. Mal kurz gucken, ob die leben oder noch tot sind.
Aber scheinen alle eliminiert zu sein. Außer der da. Score one for Felix. Na, der Flammen wäre was gut. Ist das scheiße? Ja. Ah, gibt's einen Fahrstuhl? Okay, jetzt müssen wir nur noch die Dame töten. Ich lasse die nicht am Leben. Nö. Wäre aber cool, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, die noch anders zu töten. So dass wir uns nicht die Hände schmutzig machen müssten. Das wäre so eine bessere Lösung. Schon von hier kamen wir ja, ne? Nein! Ich dachte, ich bin voll. Ein bisschen haben wir noch. In einen Raum können wir auch nochmal reingehen, aber wir gucken. Da müssen wir mal gucken, wie hart der Gegner ist. So. Ja, Cassandra O'Malley. War schön, dich kennenzulernen. You are asking yourself if I can be trusted. I do not blame you. I am asking myself the same question about you. Simsalabim. Oh, that's the last of them. So. Forschungsdaten. Die Forschungsdaten sind für Gladys. Was haben wir hier noch als Mission? Kehr zum Ground wieder. Ach so. Ich hätte sie wohl wahrscheinlich nicht kaputt machen sollen, sondern fertig machen. Ah, scheiße. Kann ja nicht jeder ahnen, Mensch. Dass ja alles wichtig ist. So, dann machen wir den Großen da auch noch Platz. Ich falle das ja gar nicht auf. Ich bin nur kurz hier, ich bin nur kurz hier, ich bin nur kurz hier. Ah, fuck you. Attacke! Oh, das war der falsche. Das war die richtige. Oh, war doch einfach. Ich dachte, wäre es ein Boss oder so. Irgendwas Großes, aber war es doch irgendwas Kleines. Ah, da. Und Geschichte. Hm? Gibt's noch? Nee, ne? Uiuiui, hier sind noch ein paar. Hm. Was sind das für Behälter? Aha.
So, jetzt wo ich durch bin, kann ich die alle betäuben. Ich lach mich tot. Das hat sich ja jetzt echt gelohnt. Gas einleiten. Vielleicht sollte ich rausgehen vorher. So, dann geht's da lang. Aber ich würde sagen, nicht mehr diese Folge. Die Folge ist schon wieder lang genug. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Ja, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.